Es ist wunderschön hier, das ist ein Traum. An dieser Stelle seitlich der Gletscherzunge. Den höchsten Wasserfall Norwegens und somit wahrscheinlich auch Skandinaviens besiegt. Norwegens und damit wahrscheinlich auch ganz Skandinaviens höchster Wasserfall ist hier. Der längste Tunnel der Welt, ja? Hast du gesagt. Burgund steht die schönste Stabkirche Norwegens. Burgund ist die mit dem authentischsten Baustil. Es erwartet uns nun eine der spektakulärsten Eisenbahnfahrten weltweit. Die Flohbahn. Auf dem Weg hier über der Sognefjellet auf einen von Norwegens empfohlenen Landschaftswegen landen wir hier Mitte Juni im Winter. Wunderbare Schneelandschaft auf großer Höhe mit toller Aussicht. Wirklich zu genießen. Schlipp ich dich dran, man hier sieht, blau schimmernde Gletscherbüsche. Ist Bestandteil vom Jodalsbreen, das ist eine Gletscherzunge, an die man relativ nah herankommt. Wunderbar, ganz toll. Wunderschön hier, das ist ein Traum. An dieser Stelle seitlich der Gletscherzunge kommt man sich wirklich vor wie an einem Eisberg. Das wird verschwinden. Den Klimawandel, die globale Erwärmung, die zum Abschmelzen genau dieser Strukturen hier führt. Wenn wir nicht versuchen, das zu stoppen und aufzuhalten. Jeder kann im Kleinen was tun. Ich würde mich wirklich freuen, wenn dieses einmalige Erlebnis hier, was wir hier sehen können, auch für die Nachwelt erhalten bliebe. Vor noch 10 Jahren ging der Gletscher bis nach vorne, wo die Felskante ist. Vielleicht können wir alle ein bisschen was tun, um die globale Erwärmung zu verlangsamen oder gar zu stoppen.
So, bevor der Lärm gleich zu ohrenbetäubend werden wird, schon mal kurz die Vorabinfo. Und auf dem Weg hier zum Vikingsfossen, dem höchsten freien Wasserfall Norwegens mit 275 Meter. Das wird schön laut werden. Ja, der Weg zum Vikingsfossen, der gestaltet sich doch etwas anspruchsvoller als in beiden Reiseführern im Dumont Verlag beschrieben. Es sind nicht 3,5 Kilometer, sondern 7. Und es ist auch nur so, dass die ersten 3,5 Kilometer bis zu den Hütten Vikingsfossen Gard, die sind ganz gut ausgebaut, teilweise sogar geteert. Aber danach, wenn man zu den Wasserfällen will, dann geht es erstmal richtig ab über sehr unwegsames Gelände. Und wir haben dann auch hier sowas unterwegs. Also, für die Schwindelfreien unter uns, Norwegens und damit wahrscheinlich auch ganz Skandinaviens höchster Wasserfall ist hier, der Vikingsfossen. Da kommt er runter. Magischer Ort. Und die Soundkulisse hier. Fantastisch. Auf dem Weg von Øvre Årdal, wo wir den höchsten Wasserfall Norwegens und somit wahrscheinlich auch Skandinaviens besucht haben, sind wir jetzt hier auf dem Weg nach Borgund. In Borgund steht die schönste Stabkirche Norwegens. Und hier an dieser super Strecke, dieser Straße, die hier ins Nichts führt, über diese Hochebene gelegen an einem wunderbaren See, seht ihr hier im Hintergrund, machen wir eine kleine Pause. Wenn euch das, was ihr hier auf dem Kanal seht, gefällt, dann lasst doch ein Abo da, einen Daumen hoch und wenn ihr Fragen habt zu diesen noch nicht so ganz berühmten Reisezielen Norwegens, schreibt es im Kommentar. Ich werde es früher oder später beantworten. Viel Spaß!
Von den über 1000 Stabkirchen Norwegens sind nur noch 28 erhalten. Diese hier im Hintergrund, die Stabkirche von Borgund, ist die mit dem authentischsten Baustil. Sie wurde vor etwa 1000 Jahren errichtet. Die ersten Aufzeichnungen dieser Kirche gehen auf das Jahr 1248 zurück. Sie ist dem heiligen Apostel Andreas gewidmet. Der längste Tunnel der Welt, ja? Hast du gesagt? Straßentunnel, muss man sagen. Straßentunnel? Ja, es gibt auch Eisenbahntunnel. Wir fahren da durch. Super. Aussichtspunkt Slinkastein am Auerlandsfjord. Und hier unten ist das Örtchen Flom. Und dieses Teil hier ist eines der architektonischen Highlights in Norwegen, in jedem Touristenguide zu finden. Es erwartet uns nun eine der spektakulärsten Eisenbahnfahrten weltweit. Die Flåmbahn fährt hier unten vom Auerlandsfjord Flåm ab und dann über 20 Tunnel rauf nach Myrdal und überwindet dabei 900 Höhenmeter. Es soll spektakulär werden und ich nehme euch mit. Viel Spaß! Yes, it's not too similar to what happened on the Ray got it on in der Flåmbahn. Das ist die spektakuläre Landschaften auf dieser wirklich einmaligen Bahnfahrt. Die Tunnel dieser Bahnstrecke anzulegen war eine herausfordernde Arbeit. 8 von den 10 Tunneln wurden mit der Hand gebohrt. Es hat einen Monat gedauert, um einen Tunnelmeter zu bohren. Wahnsinn. Beliebt bei Wanderern und vor allem Bikern ist der Röllervägen. Das ist eine Strecke mit
20 Gären, die vom Mürdal aus herabführt und stets am Wasserfall bleibt. Der einzige Ort, wo die Strecke zweigleisig wird, ist Bergbahn. Hier hält der Zug ganz kurz an, um den entgegenkommenden Zug jeweils hindurchzulassen. Die Fahrt mit diesem Zug kostet für 3 Personen hin und zurück 1.950 norwegische Kronen, das sind 190 Euro. Kurz vor Mørdal gibt es einen kleinen Zwischenstopp, wo man einen Wasserfall, der 150 Meter frei fällt, beobachten kann. Was wir alle Ara noch viel mehr beobachten, ist die rote, geheimnisvolle Frau mit ihrer Sangeskunst und ihrem Tanz im Wasser. Insgesamt durchfahren wir heute 20 Tunnel. Letzter Tunnel vor dem Örtchen Mørdal ist ein 180 Grad Wendetunnel. Um den großen Höhenunterschied zu überwinden, hat man diese 180 Grad Wende in den Tunnel eingebaut. Wahnsinnige Ingenieursleistung. Immerhin muss man festhalten, dass der Baubeginn dieser Bahn im 19. Jahrhundert steht. Hier die alte Kirche von Flom aus dem Jahre 1667. Sie bildete früher den Mittelpunkt des Örtchens Flom. Wir kommen nun zum untersten Teil der Reise. Wir fahren auf Flom und den Auerlandsfjord. Wenn euch die Fahrt hier mit mir in der Flomsbahn gefallen hat, dann lasst ein Abo da, einen Daumen hoch für dieses Video, und wenn ihr Fragen habt, zögert nicht, in den Kommentaren danach zu fragen. Ich bemühe mich, alles zu beantworten. So, und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß. Kommt auch mal her, das wäre super.